Die Jesuitenkirche von Luzern ist nicht nur die älteste der Schweiz, sie ist auch eine der schönsten Barockkirchen. Dank ihrer Akustik ist sie weltberühmt. Über dem mittleren Hauptportal steht in einer Muschelnische die Figur vom Kirchenpatron Franz Xaver, zu seinen Füßen zwei Bekehrte. Über die beiden angrenzenden Portale haben die Leute das Luzerner Wappen. Dank der finanziellen Unterstützung vom damaligen Schultes Ludwig Pfeiffer, der jedes Jahr Geld aus seinem Privatvermögen gezahlt hat, sind 1574 die ersten Jesuiten in Luzern sesshaft worden. In der Blütezeit zwischen 1650 bis 1700 hat es im Kollegium bis 400 Studenten, wo Rhetorik, Dialektik, Philosophie, Theologie und Griechisch gelehrt haben. Sind echte Kirchenbesucher auch wirklich von ihrem Glauben überzeugt? Und sind sie echt auch genau nach der Bibel gelehrt worden? Da kann man ein Fragezeichen setzen. Jede Religion meint, nur sie sei die einzig richtig. Wenn man in die Kirche kommt, kommt man zuerst in eine fensterlose Vorhalle mit farbenfrohen alten religiösen Bildern. Von hier geht es in grosse, lichterfüllte Kirchenraum. Die Decke wird von spätbarocken Malerei dominiert. Die Jesuitenkirche von Luzern ist ein einzigartiger Höhepunkt der grossen barocken Sakralbauten. Der Hochaltar ist nach einem Entwurf von einem Jesuitenpater in rotem Stück Marmor gebaut worden. Die kleine barocke Orgel auf der Seite vom Hochaltar wird nicht nur zum Üben gebraucht. Die Kanzel wie auch der Hochaltar ist vom gleichen Pater entworfen worden. Vergoldete Putten und Posaunenengel zieren die barocke Kanzel. Nicht nur Einheimische besuchen die Kirche, auch Touristen aus der ganzen Welt bewundern die barocke Kirche. Über die linke und rechte Seitenkapelle erhebt sich die schön geschwungenen Emporen. Die Orgel über den Eingangsemporen
ist 1982 durch die Orgelbaufirma Metzler in Dietikon neu gebaut worden. Frau Elisabeth Sawatke gibt nicht nur Orgelunterricht, sie gibt auch Konzerte in dieser Kirche, die für die hervorragende Akustik bekannt ist. Runter. Und ich finde auch, diese Bewegung ist nichts Neues, die hängt an dem C dran. Also nicht irgendwie C halten und dann Staccato weiterspielen, sondern aus dem C heraus wieder nach oben starten. Auf der rechten Seite die erste von vier Kapellen, Maria-Kapelle mit dem Reliquientabernakel vom heiligen Placidus. Das Altarbild zeigt Verkündigung in der Maria. Karl Borromäus-Kapelle. Im Reliquientabernakel sehen wir Büste vom heiligen Karl, wo von einem Luzerner Goldschmied gemacht worden ist. Das ist Bruder Klaus Kapelle. An der Stelle vom Altarbild steht die lebensgrosse Statue vom heiligen Bruder Klaus, angekleidet mit einem echten Eremitenrock. Nächst ist die Silvanus-Kapelle, Tabernakel und Reliquie vom heiligen Silvanus. Das Altarbild zeigt den heiligen Silvanus, ein junger Römer, wie er von den Soldaten getötet wird. Auf der linken Seite sind weitere vier Kapellen. Die erste mit den Heilige drei Könige. An der Stelle vom Tabernakel das Bild vom heiligen Stanislaus Kostka, wo von der Maria das Jesuskind empfohlt. Die nächste, die Aloysius-Kapelle, ist die einzige von diesen acht Seitenkapellen, die im Rokoko-Stil gebaut ist. Das ist die reich dekorierte Josefskapelle. Im Reliquientabernakel steht die Silberbüste vom heiligen Polycarp, auch eine Arbeit von einem Luzerner Goldschmied. Die Ignatiuskapelle mit einem prunkvollen Reliquientabernakel. Das Altarbild zeigt den Gründer des Jesuitenorden Ignatius von Loyola. Überall sieht man in der Kirche die schönen Stuckaturen aus dem 16. Jahrhundert. Thank you.
Von besonderem künstlerischem Interesse ist die grosse Sakristei. Der festliche Raum gleicht eher in einem Festsaal als in einer Sakristei. Der steinerne Renaissance-Wandbrunnen ist aus dem Ritterpalast, wo früher das Jesuitenkollegium war. Die Möbel stammen aus dem 16. Jahrhundert. Der Karl Borromäus Altar. Das Bild zeigt den heiligen Karl im weißen Bischofsornat. Im angrenzenden Raum ist der Kirchenschatz aufbewahrt. Es gäbe noch viel zu erzählen über die schöne, interessante barocke Luzerner Jesuitenkirche. Haben Sie Interesse? Dann machen Sie am besten gerade selber einen kleinen Besuch. Vielleicht bei einer Predigt oder bei einem Konzert.